Tag 2 der RECOM stand im Zeichen der Gegenwart, Zukunft und Technologie der Menschen. Eröffnet wurde die Veranstaltung mit einem Knall. Nigel Farage über die Beweggründe, die Union zu verlassen, Donald Trump und wie mit Falschinformationen gearbeitet wurde, um das Votum zu beeinflussen. Yeah, it is a revolution. Because I mean, think about Brexit. Brexit is an instruction from the electorate to the government to turn the course of the country around by 180 degrees. That's quite a revolution. And in America, you know, Trump is seen to be somebody, who is completely throwing over the tables in Washington. Im Anschluss offenbarte uns Mariana Mazzucato den Zusammenhang zwischen Innovation, Wachstum und Finanz, und José Luis Cordero zeigte uns auf, wie es wäre, unsterblich zu sein, Krebs keine gefährliche Krankheit mehr wäre, und bot uns einen zum Teil düsteren Einblick unserer Entwicklung bis in das Jahr 2050. There's some real opportunities for co-investing in areas like green or even the future of care. The problem is we have a very problematic relationship currently between public and private. We would not have the internet. We would not have clean energy. And so we need to rethink the role of public and private as co-investing together, as actually also organizationally being dynamic and innovative and explorative just as much in the public as the private. It is hard to visualize the future, absolutely. And many predictions might be wrong. But I think that the trends are very clear for these three technologies I mentioned, in terms of space travel, in terms of biotechnology for rejuvenation, and artificial intelligence at very high levels. Those three seem to be coming up slowly but surely and change it exponentially. Querdenker, Wachstumskritiker, Harald Welzer, ein Mann, der sich Gedanken macht, wie die Menschheit zukunftsfähig wird, über das Ungleichgewicht der Gesellschaft und warum kein politischer Wille vorhanden ist, eine ökologisch tragbare Wirtschaft zu betreiben. Die Frage ist ja, wie insbesondere die reichen Gesellschaften, die ja hinsichtlich der Lebensstandards, der Lebenssicherheit, des Komforts keine weitere Steigerung mehr brauchen. Ganz im Gegenteil, wir viele auch medizinische Phänomene jetzt sehen, wo die Leute total übersättigt sind und total gestresst von diesem Hyperkonsum, wie wir eigentlich aus diesen Wachstumsfetischen herauskommen. Technologie, wohin das Auge blickt, aber setzen wir sie auch vernünftig ein? Niklas Bergmann erzählt von einer veränderten Gesellschaft im Technologiewahn und Elon Hilletuk bringt uns bereits bestehende Technologien näher, die für uns noch als Zukunftsmusik galten, und wie Computer uns zeigen, wie sie bestehende Produkte optimieren. It's an experimental phase. We try new things, not necessarily better technologies than the ones you have. It's just doing things another way. The second phase is when this innovation, these technologies, the application starts to show and you expand these things into society. And the last phase is a transformational phase when society is totally immersing these technologies and that these technologies are changing the way we live, the way we work, the way society is functioning and all that. So I talked a lot about how computers sometimes do things in a different and more unique way than we as human beings can. So it was mainly a lot of fascinating examples of things we never thought about that a computer does better, to kind of give everybody here a sense of how it's okay to let a machine do certain things because it just does it better. It calculates better, it types more accurately, and that's okay because we're not good at it. I'm a horrible speller, I don't do numbers well anymore and I can't navigate. I need a machine to help me. Da stand ja auch die Immobilienbranche nicht schlecht und zeigte sich ob der geballten Informationsvielfalt schlichtweg begeistert. Jeder Vortrag für sich ist so gestaltet, dass man sagt, ich bin nachher überzeugt, auch wenn ich nicht immer der Meinung bin, aber es zeigt die Qualität der Vortragenden. Und der Vortrag davor mit diesem ewigen Leben und so und mit dem Tod abschaffen, also der macht mir wirklich Angst, der macht wirklich eng. Das von den Venezolanern, dass wir in 30 Jahren nicht mehr sterben werden oder unendlich leben können und sogar noch jünger werden können. Ich fand die Frau Mariana Mazzucato, dass ich es ausbringe, wunderbar, ganz großartig. Wir haben ja von politischen Ansätzen vom Brexit-Initiator unheimlich zündende Werbebotschaften von damals nochmals gehört. Willkommen, Sie sind die erste Generation, die relativ unsterblich sein wird. Und auf der anderen Seite hören wir über die technischen Ersatzteile, über Innovationen, die also uns irgendwann, den Menschen irgendwann ersetzen können. Die Mischung aus Technologie, aber dann auch Soziologie, Empathie, ich glaube, es ist die Mischung. Für mich sind es nicht einzelne Vorträge, die herausstechen, sondern das Out-of-the-Box-Thinking.